In der heutigen Newsfolge geht es um 2020er Teilnahmegebühren der Teams stehen fest, Renault-Umstrukturierung geht weiter, 2020 wird mit den 2019er Reifen gefahren, WADA sperrt Russland, aber Grand Prix findet statt. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die Startgebühren für die Formel 1 Saison 2020 wurden bekannt gegeben. Pro erzielten WM-Punkt muss Mercedes als Weltmeisterteam 6.677 US-Dollar bezahlen und alle anderen Teams 5.563 US-Dollar. In diesem Bild könnt ihr erkennen, welches Team wie viele WM-Punkte eingefahren hat, wie hoch die Grundgebühr ist, wie hoch die punktebasierte Gebühr ist und die Gesamtsumme, die jedes Team für die nächste Saison bezahlen muss. Mercedes bezahlt im Jahr 2020 das bisher höchste Startgeld. Von 2015 bis 2018 musste die Marke mit dem Stern noch 6.194 US-Dollar pro WM-Punkt bezahlen. Für das Jahr 2019 dann 6.553 US-Dollar und für 2020, wie erwähnt, 6.677 US-Dollar. Das ist eine Erhöhung von 483 US-Dollar. Zum Schluss noch ein interessanter Fakt: Würde Mercedes pro WM-Punkt nur die 5.563 US-Dollar bezahlen, wäre das Startgeld für 2020 um satte 800.000 US-Dollar billiger. Renault baut weiter um. Nachdem die Franzosen Pat Fry und Dirk Debeer eingestellt haben, wird ein langjähriger Mitarbeiter das Team verlassen. Nach fast 20 Jahren wird Nick Chester Renault wegen einer neuen Herausforderung verlassen. Was er als nächstes macht, ist noch unbekannt. Genauso unbekannt ist sein Nachfolger. Die Formel 1 wird 2020 nicht wie gehabt mit den 2020er Pirellis an den Start gehen, sondern mit den 2019er Reifen. Das hat die FIA gestern bekannt gegeben. Im Training zum großen Preis der USA durften die Piloten die Pneus für das nächste Jahr testen, waren aber nicht davon überzeugt, weshalb sie sich für die 2019er aussprachen. In der Geschichte der Formel 1 hat es so etwas noch nie gegeben. Laut dem Automobil-Weltverband hat es eine Abstimmung mit den Teams gegen die 2020er Reifen gegeben, die einstimmig ausgefallen sein soll. Pirelli möchte aus den Analysen etwas lernen und diese für die nächste Spezifikation nehmen, also 2021 mit den 18 Zoll Felgen. Wir bleiben noch beim Thema Reifen, denn gestern wurden auch die Reifenmischungen für die ersten 4 Rennen in Australien, Bahrain, China und Vietnam nominiert. Für alle 4 Rennen wurden der C2, C3 und der C4 Reifen bekannt gegeben. In Bahrain wurde in diesem Jahr mit dem C1, C2 und C3 Reifen gefahren. Falls ihr euch jetzt fragt, warum denn jetzt schon? Ganz einfach. Das Reglement verlangt bei der Nominierung eines Überseerennens eine Vorlaufzeit von 15 Wochen und bei der Bestellung des Teams 14 Wochen. Pro Fahrer dürfen 13 Reifensätze an einem Rennwochenende verwendet werden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat Russland für die kommenden 4 Jahre von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Normalerweise zählt dazu auch der Grand Prix von Russland, aber da der Vertrag des Russland-Grand Prix bereits 2010 unterzeichnet wurde, ist dieser nicht in Gefahr. Der Vertrag läuft bis einschließlich 2025. Der russische Grand Prix fällt unter die Kategorie Großereignisse, das von einem WADA-Mitunterzeichner, in diesem Fall die FIA, organisiert wird. Es gibt keine rechtliche oder technische Möglichkeit, den Grand Prix zurückzuziehen oder ihn in einem anderen Land stattfinden zu lassen. Athleten aus Russland können an internationalen Wettbewerben teilnehmen, wenn sie nachweisen können, dass sie vom Dopingskandal nicht befallen sind und unter neutraler Flagge antreten, wie das bei Daniel Kvyat der Fall ist. Kommen wir zu Mikes Meinung. Tja, das war schon immer so. Wer viele Punkte holt bzw. Konstrukteursweltmeister wird, muss dementsprechend auch viel zahlen. Bin mal gespannt, wer den Posten von Chester bei Renault einnehmen wird. Vielleicht ja jemanden, der in der Formel 1 bekannt ist. Das mit den Reifen ist für mich doch überraschend. Dass die Fahrer den Reifen kritisieren, okay. Aber dass der Reifen nicht verwendet wird, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte allen Ernstes erst gedacht, wir Fans erleben kein Russland Grand Prix und es kommt ein anderer Grand Prix dafür in den Kalender. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Mar579Rio. Er schreibt: Dann ist BWT wahrscheinlich als Sponsor raus. Die wollen ja, dass ihre Teams in Pink angestrichen sind. Wenn es so kommen sollte, dass Aston Martin von Stroll und seinen Geschäftsleuten übernommen wird, wird aus dem Pink British Racing Green. Und wisst ihr was? Ich finde das geil. Wir hatten schon lange kein Team mehr im Starterfeld, wo Grün als Hauptfarbe am Boliden zu sehen ist. Der letzte Bolide, der in Grün lackiert wurde, war Caterham 2014. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18:30 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.